Miau, willkommen zurück. Der kleine Fes hat sich mal hingelegt. Und ich schaue mal auf unsere Karte. Uns fehlt hier immer noch ein Ort. Hier fehlt uns die Kiste, aber da weiß ich echt nicht, wie wir drankommen. Beim besten Willen nicht. Aber von hier aus geht es noch an einen weiteren Ort und den möchte ich heute noch finden. Das war nicht oben der Baum, da waren wir drinnen. Right? Ja. Zeigst du mir den auch auf der Karte? Wo ist der denn dann? Ich gehe mal kurz durch. Zeig. Ah ja, okay, ist der da oben. Nur damit wir da sicher sind. Hatten wir das da? Ja, da waren wir jetzt gerade eben. Ich will gucken, wo es auf der Karte ist. Ich gehe dann gleich wieder raus. Aber für so ein bisschen mehr Orientierung. Das war der, genau. Und dem waren wir jetzt gestern. Ist da noch ein Ort im Wasser? Das sah gerade irgendwie so ein bisschen danach aus. Den hier waren wir auch, das habe ich gestern nachgeguckt, gell? Ja, ist der Wasserfall. Ich glaube wirklich, dass wir so ein paar Sachen noch unter Wasser tun können. Guck mal hier zum. Nee, nicht loslassen. Das, guck mal, seht ihr das? Das geht weiter nach unten ins Wasser. Ich wette, das ist da unten. Ich weiß nur noch nicht, wie wir das dann mal hinkriegen. Weil er hier dann immer nur anfängt zu treiben. Aber ich war ja diese Woche auch in diesem einen Ort. Mit dem Baum, der einfach nur auf so einer Insel steht. Und ich wette, dass wir da auch echt ins Wasser können noch. Das ist bestimmt der letzte Raum von hier aus. Denn in allen anderen waren wir hier. Ja. Glaube ich. Ja, die Glocke. Ey, wehe, das hat wirklich was mit Real-Life-Zeit zu tun, dann raste ich aus. Ja, das andere war der Wasserfall. Okay, dann gehe ich wirklich jetzt davon aus, dass das im Wasser ist. Wisst ihr, was wir jetzt tun? Wir gehen da oben durch in diese stürmische Welt, weil die habe ich letztes Mal ja dann einfach nicht gemacht. Gehen wir jetzt rein. Genau. Okidoki. Oh, es ist so gefährlich. Hat was von Edgar Allan Poe. Oh, habt ihr gesehen? Ahaha, ach was. Ahaha. Oh Mann, es gibt hier unsichtbare Plattformen. Wie heftig. Ey, was man hier alles Neues noch mitkriegt von diesem Spiel, ne? Okay, haben wir hier. Das sind zwei Bäume. Boah. Mind blown. Erstmal hier auf der oberen Ebene und jetzt können wir noch mal eins weiter hinschauen. Krass, 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 ey. Die haben hier so viel zu bieten in diesem Spiel. Ich hätte das nie gedacht. Dieses kleine, niedliche Pixelspiel und es macht mich mental so fertig. Aber es geht voran, vor allem was unsere Würfelstatistik angeht, finde ich schön. Eule. Hier mal kurz gucken. Okay, von hier aus gibt es noch zwei.
und das gute Schnupsi ist da, um uns was zu sagen. Eulen machen mir Angst. Was? Nein. Die dreht den Kopf mit. Ich liebe Eulen. Wie steht ihr dazu? Ich finde wirklich, dass Eulen ganz tolle Tiere sind eigentlich. Ich finde sie in keinster Weise furchteinflößend. Was mich verwirrt ist, dass das von hier aus... Guck mal, die dreht die ganze Zeit den Kopf mit. Schon ein bisschen creepy. Dass es von hier aus noch Türen geben soll, die ich jetzt bestimmt einfach wieder übersehe. Aber wir haben nichts zum Sprengen. Da kamen wir her. Muss was von da unten sein. Nein. Hier kann ich nicht rein. Da kann ich auch nicht rein. Nope. Gibt doch nur diese eine Tür, zumindest auf den ersten Blick. Oder sehe ich noch was, wenn es blitzt? Moment. Nee. Und zumindest ein Weg sollte von hier noch weiterführen, aber ich weiß nicht. Keine Ahnung. Sehe ich gerade nicht. Dann sind wir bald wieder hier. Sehe ich nicht. Ja. Bestimmt auch bald wieder... Ah, da können wir noch rein. Diese Grabsteine haben bestimmt auch noch eine Bewandtnis, die ich aber jetzt noch nicht kenne. Nein, nicht festhalten. Okay, dann klettern wir halt so. Wo kommen wir? Oh Gott, das wird wieder eine weitere Reise, immer wenn das Ding hier kommt. Ach nee, hier waren wir auch schon mal. Aber jetzt verstehe ich diese Welt so ein bisschen besser. Da waren wir auch schon drin. Oder? Doch, waren wir. Und mit Sicherheit müssen wir irgendwie mal hinter so einen Vorhang kommen. Wette ich. Oder irgendwas. Ich weiß halt nicht, was wir noch so für Aktionen durchführen können. Noch nämlich nicht so viele. Den Raum verstehe ich auf jeden Fall nicht. Nein! Aha! Jetzt habe ich ihn verstanden. Der hat wieder zwei Türen. Jetzt kommen wir da zur richtigen Seite raus. Okay, ist ein gruseliger Raum, so ein bisschen. So, der Zwischenraum, okay. Können wir von hier noch weiter runter? Bringt uns, glaube ich, nichts. Und hier gibt es auch nur die eine Tür, okay. So viel zu diesem Raum. So viel dazu. Hier drauf ist auch nur die eine Tür. Okay, dann klettern wir wieder nach oben. Nein! Da drin waren wir eben auch. Andersrum für die Plattform, glaube ich. Moment, kann es mal öfter blitzen? Okay, jetzt können wir hier nach links. Blitz nochmal. Okay. Wie hinten einfach diese... Okay, es sind wahrscheinlich eher Sternzeichen. Ich wollte jetzt sagen Wolken, aber es sind Sternbilder. Aussehen wie Tetris-Steine, das ist cool. Was hast du uns denn zu sagen? Sie nur? Ja, okay, das sagst du uns wohl bei jedem Zeitreisetor. Interessiert mich jetzt gerade herzlich wenig. Da rechts. Da gehen wir doch gerne rein. Da oben ist nämlich noch eine Kiste. Okay, gehen wir erstmal zum nächstgelegenen. Das wäre der hier. Und hier ist noch eine Tür, die spare ich mir gerade noch, sonst wird das gleich wieder einfach nur chaotisch.
Da oben ist auch eine Tür. Okay, hier unter mir ist Gott sei Dank keine. Nein! Ups, da ist er nicht gesprungen. Und dafür brauchen wir einen Schlüssel. Oh Gott, nein. Komme ich näher dran? Okay. Das klingt irgendwie nach Darth Vader-Atem. Gott sei Dank. Nein! Gott sei Dank riecht es nicht nach Darth Vader-Atem. Seht ihr hier? Da könnten wir dann rein. Will ich das? Nee, kann ich doch nicht. Na gut. Aber hier können wir rein. Wir haben ja ein paar Schlüssel. Nee, wir haben nur einen. Naja. Scheiß drauf. Oh Gott. Aber hier ist wieder eine Tür rechts. Seht ihr das? Unter mir jetzt gerade. Die sind ganz viele. Oh Mann. Der Raum hier macht mir ein bisschen Angst. Auch mit dem Hintergrund. Das ist jetzt creepy. Kann ich in alle rein? Ich wette, ich komme... Ja, das dachte ich mir gerade. Ach du, meine Güte. Auch creepy Musik, ne? Kannst du durch die durch? Nee, ich dachte, das wären Türen, sind es gar nicht. Ich weiß nicht, was mir das hier bringt, ehrlich gesagt. Weil wir eigentlich auch am Rand rumklettern können und ich denke eigentlich, dass wir dadurch überall hin können. Ah nein! Ich dachte immer, ich komme auf der direkt entgegengesetzten Seite raus. Ich weiß trotzdem nicht, was es mir bringt. Erscheint an irgendeiner Tür was Besonderes? Nö. Damit kann ich auch nichts tun. Ich weiß nicht, ich klappe mal die Ebenen ab, vielleicht sehen wir ja was. Und ich glaube aber, dass wir hier einfach gleich oben wieder rausgehen und ich nichts weiß. Vielleicht habt ihr eine Idee zu diesem doch ein bisschen beunruhigenden Ort. Okay. I have no clue. Whatsoever. Ich bin sehr auf eure Theorien für diesen Ort gespannt. Manche von euch haben das Spiel ja auch gespielt, aber wohl auch alle nicht sehr weit, was ich verstehen kann. Ich bin froh, dass ich das hier für euch durchstehen muss. Ich will es gar nicht mal so, das klingt so negativ, aber ich glaube einfach, dass das mir auch irgendwann zu kompliziert geworden wäre, wenn ich das hier alleine machen würde. Ne, ich gehe wieder raus. Wenn ihr Ideen habt, auf jeden Fall in die Kommis, will ich wissen. Will, will, will. So, genau, hier kamen wir ursprünglich raus. Will ich dadurch? Will ich nicht. Ich will in der dunklen Welt bleiben. Ich mag zwar diese Baumwelt sehr gerne, aber das geht jetzt nicht. Das ist gerade nicht sehr angebracht. Ja, hoch, kletter hoch, kleiner Gommes. Es ist kompliziert. Aber machbar. Ich hätte nämlich schon wieder vergessen, dass hier die unsichtbaren Plattformen sind. Kurzzeitgedächtnis for the win. Er flutscht dann auch immer so ein bisschen, wenn man landet. Ist nicht cool. Ist schlimmer als Luigi. Huch, da war gerade... Ein lustiger Streifen noch. Ist hier eine Tür? Nö, ist nicht, aber wir können hier weiter hoch. Man sieht doch, wie der Regen auf die Plattform fällt. Ich muss mal gucken, ob ich irgendwie näher dran kann. Ja, über mir ist die jetzt, oder?
Ja. Nein! Gott sei Dank. Manchmal ist es echt praktischer, hier zu sterben. Ich warte ab. Die Kiste holen wir uns jetzt noch. Letzte Tat für diese Woche. Noch eine Karte. Ja, ich würde sagen, nächste Woche arbeiten wir mal ein bisschen mit diesen Karten und gehen durch diese Tür da unten. Ich danke euch sehr, dass ihr zugeschaut habt. Ich bin wieder gespannt, eure Kommentare zu lesen, auch wenn ich leider in der nächsten Woche nicht direkt darauf eingehen kann, weil ich jetzt gleich die nächste Woche schon aufnehmen muss. Aber go, go, go. Immer her damit. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Vielleicht seid ihr auch auf der Gamescom. Da wünsche ich euch da auf jeden Fall viel, viel Spaß. Macht's gut.